Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir den Multiplayer-Modus ausprobiert, da hinten laggen die NPCs. Das Spiel hat seine Fehler. Ich habe schon so einige Kritiken gelesen, dass das Spiel Bugs ohne Ende haben soll. Ja, die haben wohl ein halb gares Spiel rausgebracht. Wir haben ja auch schon so den ein oder anderen Bug erlebt. Wie beispielsweise einfach unter der Map auf einmal zu gucken. Ja, aber das soll uns ja nicht stören. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir den Multiplayer-Modus ausprobiert, zusammen mit Kai. Der war nicht ganz so gut. Ja, da war es einfach nur so, dass man daneben steht und gefühlt nur zuguckt und ja. Nicht sonderlich spannend, nicht sonderlich nützlich. Ist einfach nur gemeinsames Erkunden, was ich persönlich finde und da hat mein Kollege mir auch zugestimmt, dass das komplett unnütz war, beziehungsweise sinnfrei. Also vor Ende der Story werdet ihr keinen meiner Kollegen hier wiedersehen. Mir ist im Übrigen klar, dass sehr viele Streamer und YouTuber das Spiel wahrscheinlich schon zu Ende gespielt haben. Die sind halt alle ein bisschen schneller als ich. Die haben aber auch nicht so viele Projekte wie ich. Naja. Letzte Woche gab es kein Video, einfach weil ein neues Update gab zu einem anderen Spiel. Ich will einfach nur mal gucken. Ich meine, dass ich meine Pokémon nicht voll hatte. Dann könnt ihr nämlich mein neuestes Team auch mal sehen. Ich habe wieder ein bisschen was gefangen auf Screen. Ihr könnt schon zwei neue Viecher in meinem Team sehen. Ich habe auch alle ein bisschen hochtrainiert. Das hat irre lang gedauert. Wartet. Hier, mein Team. Ich habe Schlickter und Trassler mir gefangen. Und natürlich zeige ich euch auch direkt die Pokédex-Einträge. Als erstes hätten wir da Gehweier. Aus dem Fortsatz in seinem Kopf sondert es eine süß duftende, sirupartige Flüssigkeit ab. Es lebt in Tümpeln, die reich an Wasserpflanzen sind. Ich lese euch halt alle Einträge einmal vor. Felino hatte ich euch einmal vorgelesen. Kamaps, habe ich euch Kamaps vorgelesen? Nee, wahrscheinlich nicht. Kamaps ist das Schnaps-Pokémon. Habe ich Schnaps gesagt? Das Schnapp-Pokémon. Bei einem beliebten Kinderspiel hebt man Äste hoch, in die sich Kamaps verbissen haben. Und vergleicht mal, welches am längsten hängen bleibt. Das wäre ein Kinderspiel, das ich tatsächlich damals sogar mitgemacht hätte. Trassler. Das Gefühls-Pokémon. Es hat ein feines Gespür für die Gefühle der Menschen und Pokémon. Wenn es Feindseligkeit wahrnimmt, verschickt es sich. So, Frobel habe ich auch noch gefangen. Wisst ihr was, Leute? Den liest jetzt mal Noah vor. Einen Moment. Hier, Leute. Das hier ist auch noch neu von mir gefangen. Koriokel. Und den liest diesmal nicht ich vor, den liest hier unser Kuti Noah vor. Koriokel, das Tanz-Pokémon. Sein schwungvoller, heiterer Tanzstil macht dieses Pokémon zwar bei Kindern beliebt, doch in Paldea trifft man es kaum an. Danke, Noah. Danke, dass du uns erklärt hast, was das für ein Pokémon ist. Das Tanz-Pokémon halt. Das habe ich so random in der Gegend gefunden. Dann habe ich auch noch Wingull gefunden, das Seemöwen-Pokémon. Es nutzt den Seewind, um wie ein Segelflugzeug durch die Lüfte zu gleiten. Im Winter versteckt es Nahrung bei seinem Nest. Carpador hat dich ja schon mal gefangen. Picuda habe ich am Strand gefunden, wo ich Schlick daher habe. Da hatte ich ja eine Beschreibung bekommen von meinem Kollegen. Das Rempler-Pokémon. Beute legt es durch Stoßangriffe mit seinem harten, spitzen Kiefer. Wegen eines schlechten Sehvermögens ist die Erfolgsquote jedoch gering. Okay, das Vieh ist blind wie Maulwurf. Schlickter, das Meer aller Pokémon. Es erinnert an Dicta, ist jedoch eine völlig andere Art. Offenbar ist durch die Anpassung an seine Umwelt eine zufällige Ähnlichkeit entstanden. Es ist einfach nur ein Dicta, was man langgezogen hat. Wie sah Pamo denn gerade kurz aus? Habt ihr das gesehen? Also ich habe da höchstwahrscheinlich reingezoomt. Im Übrigen, ich werde in Zukunft, das habe ich wahrscheinlich auch hier jetzt gemacht,
Apropos Zeitstempel einfügen. Falls ihr diese Einträge nicht hören wollt, beziehungsweise wenn ihr die überspringen wollt. So, ich muss auf jeden Fall alle Pokémon-Zentren mal besuchen. Weil ich kriege die erst dann angezeigt. Ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ich muss gerade gucken. Das war die Taste. Da wollen wir hin. Ich wollte nur gucken, wo das andere Pokémon sind, weil ich weiß, dass die zwei waren. Weil es gibt ja manche unter euch, die jetzt nicht hier die 4 Minuten hören wollen, was ich jetzt onscreen alles gemacht habe. Was hat der denn für eine coole Frisur? Ach komm schon, wenn du ein Mitglied von Team Star wirst, kannst du so hell strahlen wie die Sterne am Himmel. Team Star heißt hier also die böse Gang. Nee. Er fühlt, was ich fühle. Ich werde aber auch aufdringlich. Mir gefällt seine Tasche. Ich helfe ihm mal. Ja, ich werde ihn mal. Nö. Von euch unmächtigen Typen habe ich noch nicht gehört. Okay, ich mach die Lady auch mal kaputt. Ihr habt aber eine billige Uniform. Oh, Sproxy! Ich habe alle Pokémon bis auf 2 auf Level 15 übrigens hoch trainiert, also das wird ein schneller Kampf. Möchtest du mir nicht irgendwie zeigen, was du kannst? Vielleicht lebst du nämlich nie mehr. Man sieht, ich habe gut trainiert. Ich wollte einfach bereit sein. Ich mache das Offscreen-Training ab sofort nur, wenn ich sehe, dass es nötig ist. Weil ich stark bin. Beziehungsweise, weil ihr nichts könnt. Die haben Angst vor den Schulsprecher. Das ist ein Missverständnis. Okay. Was habe ich denn da bekommen? Ein Terra-Kristall-Orb. Ist ja vollständig geladen, kann der Pokémon. Ah, dann kann ich selber diese Kristallisierung nutzen. Ich das einfach geschenkt. Und andere müssen dafür einen Extrakurs machen. Ein Mangunio. Ich will jetzt erstmal die Terra-Kristallisierung einmal machen. Das ist halt die neue Transformation hier. Okay, das ist halt wichtig, viel von dem
Typus zu haben, ne? Ah, ich kann die nur einmal nutzen, danach muss ich zum Pokémon Center. Komm, jetzt machen wir sie einmal. Terra-Kristallisierung Glut. Ich mache mich gerade extra nicht ins Bild, damit ihr das gut sehen könnt. Aber nur beim ersten Mal. Einfach einen Kronleuchter auf den Kopf setzen. Okay, jetzt komme ich wieder ins Bild. Den Rübel haben wir in den Hinter getreten. Wie die immer noch anfeuert. Obwohl ihr Kamerad schon am Boden ist. Ja. Okay. Da muss ich halt drauf achten, ne? Wahrscheinlich gibt es auch ein Item, wo man das unterwegs machen kann. Ich hinterfrag's nicht, das sind immer schräge Banden. Außer Team Plasma, die waren bekloppt. Wen habe ich jetzt eigentlich da gerade geholfen? Du bist bestimmt besonders. Ach, das war ein Mädchen. Ich dachte, das wäre ein Junge. Es tut mir leid. Du sahst für mich wie ein Junge aus. Ey, jetzt habe ich gerade so dieses Professor Eich-Meme im Kopf, ne? Mit diesen zwei Bildern. Einmal so von einer Frau, die komplett aussieht wie ein Kerl und dann nochmal andersrum. Und dann Professor Eich daneben. Und ihr fragt Ängster, warum ich nochmal nachfrage, ob ihr ein Junge oder ein Mädchen seid. Dieses Meme habe ich gerade im Kopf. Das ist eine große Akademie. Sollte ich nicht die Terra-Kristallisierung nochmal aufhören? Ach komm, wir sind eh schon zu stark, glaube ich. Also vom Prinzip her bin ich bereit für den ersten Orden. Die Musik hier gefällt mir. Okay. Aber du bist ein bisschen zu sehr aufs Kämpfen fanat. Das war der Wahnsinn. Och, kein Ding. Sie will die ganze Zeit kämpfen nur. Ist das Problem. Direkt vor der Schule. Ja, die hatten nichts auf dem Kasten. Langsam angehen, bin schon doppelt so stark wie der letzte Gegner gewesen. Ich wollte halt nur nicht, dass meine Pokémon zu schwach sind. Nein, ich will nicht zum Unterricht. Manche von den Läggen. Man merkt, dass sie das Spiel tatsächlich nicht bis zu Ende entwickelt haben, bevor sie es rausgeworfen haben.
Also die Animationen sind teils schrecklich. Ja, da hinten das Kind beispielsweise, in der zweiten Reihe, das von rechts. Die beiden, die legen. Das ist jetzt nur ein Musterbeispiel. Ich mag es nicht, wenn die Entwickler ihre Spiele raushauen, bevor sie überhaupt fertig sind. Ja, was ist denn? Die Kämpfe finde ich ganz gut, aber am allermeisten gefällt mir tatsächlich, mit ihnen zu spielen und ihn zu sammeln. Ich möchte den Pokédex vervollständigen. Wir lernen was über die Biologie der Pokémon. Oder über unsere eigene Biologie. Ich weiß nicht, was da unterrichtet. Sag nicht, ich muss wirklich Tests schreiben. Bitte. Ich habe diese grauenvolle Zeit doch schon hinter mir. Du kannst nun am Mathematikkurs teilnehmen. Wieso kann ich die Kamera nicht so wirklich drehen? Mila hat direkt was angestellt. Okay. Ah. Da ist eine Person und da ist jemand. Gehen wir erstmal zu Benza. Wir wissen ja, dass Mila unser Ziel ist jetzt gerade. Mit dir muss ich reden, ne? Du siehst so aus, als ob du herausstichst. Ach, ja, dich kenne ich ja, Pepper. Ich habe ja schon getroffen. Der vom Leuchtturm. Okay. Bin ich so besonders dadurch? Welche Träume hast du denn? Ja, ich bin ein Ja-Sager. Ja, hm? Ja, 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 ja. Okay. Muss ich jetzt hier auch noch kochen? Was sind denn das für Wundergewürze? Okay. Herrscher-Pokémon. Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten kompakte und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hatte. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observationstrupps dieses Fotos. Sieht aus wie ein Donphan. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan, doch der Textur ihres Körpers sowie die Art der Fortbewegung nach zu urteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Ach, guck mal. Vorstellung. Ja, das habe ich, glaube ich, schon bemerkt. Na klaro. Ich bin doch ein Ja-Sager. Wird ein Spaß, die einzufangen. Um Gottes Willen.
Ist jetzt wahrscheinlich so eine Art Nebenmission. Oh, danke fürs Geld. Sternstaub kann man gut verkaufen. Was köchelt denn da Schönes? Darf ich mal kosten? Batterie sagt nein. Oh, du willst was von mir. Ah, hier kann ich mir Geld was holen. Oh, Inferno-Sandwich, da will ich dich reinbeißen. Ein Eier-Sandwich, ein Kartoffelsalat, Gewürzgurken, Erdnussbutter. Oh, das klingt alles lecker, außer das hier. Ich bin nicht so der Fan vom scharfen Zeug. Ich weiß, dass ich scharf nicht verkrafte. Wer? Hester. Cassiopeia. Ja, die sind mir über den Weg gelaufen. Okay. Okay. Interessant. Wurden gehackt. Oh, nächstes Mal passe ich besser auf. Ich hasse diese Leute, die einfach mitten in der Öffentlichkeit meinen, auch noch mit Lautsprecher zu reden, ne? Das habe ich schon so oft gesehen, den wollte ich einfach nur so entgegenschreien. Ey, entweder machst du den scheiß Lautsprecher aus oder du gehst woanders hin. Das hatte ich schon an Bushaltestellen gehabt. Ich wollte ihnen das Handy aus der Hand schlagen, weil die mir so auf den Keks gegangen sind. Vor allem, wo die dann sogar fast ins Handy reinbrüllen. Und das bei Lautsprecher. So, wir sind in der Eingangshalle. Da könnte ich einen Kurs besuchen. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt erstmal für heute Schluss. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!